schon verreckt sind. Ach ja, jetzt weiß ich wieder, was ich noch machen wollte. Haha. Wir brauchen ganz, ganz, ganz dringend für meine Bienchen einen anderen Chunkloader, weil das mit dem, der hier drin ist in dem Modpack. Wie heißt der, der Mod Purple? Ich wusste, dass du so schön geistig abwesend bist. Der Mod, mit dem man die Chunks loaden kann bei uns momentan. Der fix drauf. FTB Utilities. Der funktioniert bei uns allen irgendwo nicht ganz so, wie er funktionieren soll. Ja, mal ja, mal nein. Ja, genau. Es gibt Tage, da funktioniert und dann gibt es Tage, da funktioniert es wieder absolut nicht. Das heißt, wir wollen oder ich will Chunkloader. Ich habe sogar irgendwo einen Chunkloader rumliegen. Der ist wahrscheinlich in der Kiste draußen. Jetzt machen wir hier mal klar Shift. Das brauche ich. Der liegt sicher hier draußen. Oder auch nicht. Ich werde halt gerade schon wieder müde, das kenne ich, und dann finde ich in den Kisten nie was. Aha. Gucken wir mal. Heißt das Ding? Wie heißt? Boah. Doch. Ach, Junk. DHUNK. Aber ich pack's dann jetzt auch. Ja, wirst du auch schon müde? Ja, Kopfschmerzen, müde, das ist eine doofe Noch Kombination. immer Kopfschmerzen. Ja? Da gibt es aber eigentlich Mittelchen und Tabletten dagegen. Boah, ich bin nicht so ein Fan von Tabletten. Ja, ich auch nicht, Also. aber pff, bevor ich mich hier quäle wegen Kopfschmerzen. Ich vertraue einfach auf meinen Körper, dass er das löst. Ich muss mich nicht mit Medikamenten vollpumpen. Na, bis zu einem gewissen Der Grad Körper mache kann ich es schon natürlich für auch sich nicht. selber sorgen. Ja, nee, nicht Ja, immer. Da gut ist doch. er, sage ich ja. Ja, das. Aber dennoch, ich mache mir jetzt auch ins Bett. Machst du auf ins Bett? Ja, recht, hast du. Wünsche dir noch viel Spaß Danke, mal und gucken, einen ja. wunderschönen guten Abend. Tschüss, gutes Nächtle, schlaf gut und träum Tschüss. was Schönes von mir. Gute Oh, Nacht, Little Baby. gute Nacht, Gute Nacht, John John Boy. Boy. Ja, genau. Bis die Tage. Ciao, Purple. Tschüss. User disconnected Da, from your jetzt channel. sind wir ganz alleine unter uns. Oh. Also, für den Chunkloader braucht man Grid Power. Das sehen wir, wir verwenden 0 von 8, glaube ich. Jetzt verwenden wir 8 von 8. Also das Ding braucht genau 8 Grid Power. Wenn ihr euch jetzt fragt, woher nimmt der Typ seine Grid Power? Ich habe hier oben. Da oben. Nein! Ich bin heute schon so schön verpeilt. Da sind sie. Ich habe da Solarpaneele. 8 Stück, glaube ich. 2, 4, 6, 8, ja. Und da macht eins genau ein Grid Power. Es ist ein bisschen mager, vor allem das Problem ist, das läuft auch nur tagsüber. Natürlich, nachts funktionieren Solarzellen nicht. Und jetzt gibt es davon so eine nette Watermill, da haben wir es. Die produziert nämlich, ich glaube, maximal 12 Grid Power und das rund um die Uhr. Also eine davon. Davon wollte ich mir welche machen und die machen wir jetzt noch kurz, hätte ich gesagt. Also das packen wir noch leicht heute. Dazu braucht man den Refined Machine Frame. Den Refined Machine Frame müssen wir füllen mit Destabilized Redstone. Gut, den machen wir wieder mit Reinforced Glass. Reinforced Glass machen wir mit Advanced Alloy und Carbon Plates. Advanced Alloy ist im Prinzip nichts anderes als pulverisierte Kohle. Fertig. Da macht man dann das Raw Carbon und dann aus dem Raw Carbon macht man das nächste Carbon und ja, also das erste, was wir uns kümmern müssen, Stahlplatten sind absolut kein Problem. Das Reinforced Glass, darum müssen wir uns kümmern. Das heißt, wir brauchen 4 pro Mühle. Wir wollen 4 Mühlen haben, das heißt, wir brauchen 16 Gläser. Das heißt, wir brauchen
16 Carbonplatten und 16 Advanced Alloy Compressor und da müssen wir zuerst Stahlplatten, Bronzeplatten oder Aluminiumplatten drin verarbeiten. Jetzt gucken wir mal, ob wir da überhaupt auf 16 kommen mit einem Stack, aber ich glaube beinahe nicht. Das heißt, so zusammencraften und ne, niemals. Und so zusammencraften, dann haben wir 8. Das war genau die Hälfte. Wie viel habe ich denn da gecrushed? Und bekomme ich da eins aus einem raus? Echt? Brauche ich da ein? Falsch. Da sind wir zu Hause. Ja. Wir brauchen nochmal so viele. Ja, schön. Dann glaube ich, mache ich mir gleich mal ein Stack, weil wir brauchen es ja sowieso. Und den pfeffern wir da rein. Und in der Zeit, wo das durchläuft, fangen wir mal an mit dem Advanced Alloy. Das heißt, wir haben gesagt, wir brauchen Bronzeplatten. Wir brauchen praktisch 16 Alloys. 16 mal 3 ist 48. Dann 48 Stahl haben wir auch noch. 48 und Aluminium. Das habe ich ja gewussterweise schon vor der Aufnahme vorbereitet hier. Weil ich wusste, dass das hier viel gecraftet und so ist. Also, und da ich ja mit Strom schlechter aufgestellt war letztes Mal, habe ich mir eben gedacht, ich muss das hier, aber jetzt zieh ich das an. Das Ding steht. Wenn ich jetzt hier den Kompressor, also der funktioniert sowieso mit anderen Strom. Der hatte hier sein Solarpanel und seine Bedbox, seine kleine. Das heißt, der juckt uns jetzt mal gar nicht. Jetzt würde es mich halt noch interessieren, wie schnell das der Atomic Reconstructor hier läuft. Hm. Was ich auch noch nicht gezeigt habe. Also ich habe ja das mit dem Wireless-System da oben habe ich, glaube ich, erklärt. Hoffe ich. Also du hast die Blöcke. Das sind die ganz normalen Power Cells. Zeig dir mal kurz. Cell haben wir die Simple Power Cell. Dazu braucht man den Simple Machine Frame. Wie man unsere Machine Frames macht, habt ihr wahrscheinlich jetzt schon 10.000 Mal gesehen. Und dann braucht man den Redstonia Crystal Block. Und den Redstonia Crystal Block, den kann man sich in Atomic Reconstructor machen. Und zwar braucht man nur einen Redstone Block vor das Ding stellen, auf das Knöpfchen drücken und dann piu, kommt ein Laserstrahl raus und macht einen Redstonia Crystal Block. Das kostet 150.000 DF Crystal Flux, oder wie das heißt. Moment. Achso, das steht dann auf der Maschine. Ist ja egal. Und das heißt, für 16 so Blöcke habe ich genau. Bin schon voll hier. Für 16 Blöcke habe ich genau einen Stack von den Crystals gebraucht. Das hat ewig gedauert. Weil ich in der Maschine, in dem Atomic Reconstructor hier eben, passen maximal 300.000 CF rein. Und zweimal drücken, also zwei so Crystal-Blöcke und dann habe ich mal gefühlt eine halbe Ewigkeit warten dürfen, bis der wieder genug Strom hatte, um weitere zu machen. Also für die Power Cells, das war eine Katastrophe. Und wie gesagt, wenn du die linkst mit der ID 22, unlinked, achso, ich kann den Link auch löschen. Also du bekommst so die Linked Cards hier raus. Ah, du bekommst die Link-Cards blank raus, dann musst du einen mal linken und den dann oben reinpacken und dann kannst du alle IDs praktisch damit mitverlinken und dann zählt das als ein großer Block hier. Und wenn ich jetzt eine von den Dingen nehmen würde und an irgendeine Maschine packen würde, die Strom verbraucht, ah, das probieren wir, siehst du, das machen wir hier mal kurz.
Das heißt, wir holen uns doch noch mal kurz den Ingenieurshammer. Zacke, 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 zacke. Und ich papp mal hier, blau ist Input, genau. Und ich pack das da Ding da drauf und sag dann, es soll outputten. Dann seht ihr, da oben steht trotzdem 4 Millionen F. Weil das Ding wireless verbunden ist durch diese blöde Karte. Und das Ding säuft sich jetzt gemütlich voll hier mit unserem Strom. Und ich kann das überall aufstellen, egal wo auch. Wenn ich sage, ich stelle es in die Mining-Welt, dann steht es in der Mining-Welt und bekommt auch von hier Strom. Und deswegen habe ich dann gesagt, nee, ich, obwohl das ein Riesenspeicher ist hier, ich lasse den, ich baue den wahrscheinlich vor manche Maschinen, die wirklich viel Strom brauchen, als Pufferspeicher mehr oder weniger dran. Der müsste hier jetzt gar nicht stehen. Der kann überall stehen, nur ich finde es halt, es sieht so besser aus. Das ist einfach ein optischer Grund, wieso die jetzt hier stehen. Vielleicht bauen wir auch noch ein paar dazu. Oder das Problem ist immer, die haben jetzt eine Ausgaberate von 1250 F pro Tick. Könnte sein. Und das wird dann immer größer. Weil wenn du guckst, du brauchst für so eine Powercell, die hat dann 1 Million F, brauchst du aber 4 von den 250.000 Simple Powercells. Die hat dann nur eine größere Outputrate, aber den gleichen Speicher, den ich jetzt auch schon habe. Das heißt, eine größere Output-Rate in dem Sinn brauche ich jetzt noch nicht, darum werde ich das noch nicht machen. Mir ist nur mal um das gegangen, dass ich wireless Strom überall verteilen kann, weil ich einfach, es einfach geil ist. Ne? Versteht ihr? Und das ist im Prinzip der einzige Grund, warum ich jetzt genau die mache. Und das ist der Reconstruct. Und unten seht ihr jetzt in der rechten unteren Ecke das, was sich so farblich ändert. Ich habe jetzt einen 300.000 Crystal Flux, heißt das hier bei dem Mod. Und wenn ich da eine für... Ich könnte ja nochmal kurz... Ich brauche sie ja sowieso. Ich mache jetzt nochmal einen Redstone-Block. Und dann gucken wir mal, wie schnell das Ding vollläuft. Ich kann euch versprechen, das war, hat ewig gedauert. Ja, könnte schneller gehen, ist aber jetzt schon bedeutend besser als vorhin. Also da brauchen wir gar nicht drüber quatschen. Dann schmeißen wir dann hier rein, weil die wir haben da noch Reinforced Glass herin. Na, gucke mal da. Das heißt, wir machen im Prinzip schon wieder viel zu viel. Die dürften auch schon durch sein. Ja. Und jetzt gucken wir mal. Wir haben da die 64, da haben wir die 8. Das heißt, wir brauchen nochmal 8. 8 mal 2 ist 32. Ja, dann komme ich wahrscheinlich mit einem Stack gar nicht. Doch. Passt. Genau. Ein Stack Kohle. Und jetzt packen wir das da noch rein. Und dann haben wir mal das Reinforced Glass. Das ist mal der erste Schritt praktisch in eine bessere Welt. Dann kann ich hier mal meine Chunks so richtig schön laden, so wie es ich will. Wir bereiten das mal im Crafting Table hier momentan, also in der Zwischenzeit vor. Das heißt, wir haben gesagt, wir brauchen die jetzt Mill-Eingabe, finde ich noch wenig. Oder eher. Wir wollen die Watermill. Dazu brauchen wir Reinforced Glass. Das heißt, ich brauche. Wir brauchen hierfür einen, haben wir gesagt. Es ist sowieso ausgezählt. 16, also ich brauche 8. Glas. So. Das heißt, ich brauche auch von dem anderen Glas eigentlich da oben ist. Ganze Menge. Nein, nicht das. Da, da. So, jetzt habe ich hier genau. Das packen wir. So. Wenn dann die Dinger fertig sind, dann haben wir zumindest mal das Reinforced. Nee, jetzt sind Reinforced Glass. Gut, aber wir können in der Zeit mal anfangen. Wir müssen auch die ganzen Circuits noch craften. Das heißt, wir brauchen
E-Circuits, da werden, brauchen wir Eisenplatten, Golden Nuggets. Jetzt schauen wir mal, wie viel Eisenplatten, beziehungsweise Eisenplatten, Eisen kann ich gleich noch ein Stack machen. Dann machen wir gleich noch ein Stack. Nein, das sind keine Eisenplatten, die wir hier drin haben. Das ist mir schon oft zum Verhängnis geworden, dass ich die Platten nicht richtig getauscht habe. Ach. Und dann musste ich das ganze Zeug wieder neu einschmelzen. Ja, dann Essen rein. Essen haben wir da jetzt. Sortier mal Aluminium, Ingwer, Iron. Will zumindest. Nee, 32 Circuits war, glaube ich, übertrieben. Aber 20 ist in Ordnung. Okay, dann craften wir uns mal 20 von den Circuits. Das heißt, das können wir teilen und das können wir teilen. Ist ja momentan egal. Dann haben wir da Circuits. So. Nö. Achso, habe ich doch bekommen. Da wieder rein und da wieder rein. Dann legen wir die mal hier in die Mitte. Und für die Dinger brauchen wir Basic Circuits. Das heißt, ach, ich brauche da eigentlich Redstonia Crystal, da müsste ich noch einige haben. Lapis müsste ich haben. Und Zeug auch noch haben. Da ist das. War das zweite? Jetzt habe ich vergessen. Also Lapis. Lapis. Normale Lapis. Und dann holen wir noch. Nein! Achso, ich habe ja einen Redstone Crystal Block, habe ich noch hier, den kann ich ja zerlegen eigentlich. 20. Ja, so viel brauche ich gar nicht. Ich brauche nur 4 oder so. Was habe ich gesagt? Das heißt. Ja, können wir auch gleich 5 bauen. Ist relativ egal. Und unten, glaube ich, gehört irgendeine Platte hin, aber da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher, welche. Eine Elektronplatte, also. Hier, ich mache das jetzt mal genau. Hier Elektrom, wenn ich die noch irgendwo habe. Oder auch nicht. Elektrom. So müssten wir aber noch haben. Ja, da haben wir da auch relativ viele brauchen. Wir haben uns da auch gleich noch 32 craften. So, dann unterbrechen wir das Eisen mal. Bauen die, wie schnell ist denn das jetzt durchgelaufen hier, und bauen die Elektron, die sind jetzt mal wichtiger. Wo können wir dann weitermachen in der Zeit, das läuft? Wir müssen dann destabilized Redstone, wir brauchen 4, das heißt, wir brauchen genau einen Bucket. Und das bekommen wir aus einem von den Dingern, bekommen wir. Das heißt, wir brauchen erste. 8, 9. Da gibt es jetzt nämlich wieder eine neue Maschine, die ihr noch gar nicht kennt. Das ist mal Magma Crucible. Mit dem kann man aus dem Redstone Destabilized Redstone machen. Das wird hier ja nicht reingefüllt, weil es hier gleich ankommt. Aber da seht ihr Destabilized Redstone, 100 Millibucket von 10.000 Millibucket. Das passen maximal 10 Eimer rein. Haben wir schon 200 und hier haben wir nur mehr 8 drin. Also die Maschine und die sind verknüpft. Und wenn dann genug von den Elektronplatten, ich brauche nur 5 eigentlich. 3, 4, ne, ich brauche nur 4 eigentlich. Fertig sind, dann können wir mal
den Circuit hier, also die Circuits mal machen. Zack, weg.